Ja, moin moin, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, und heute geht's weiter mit Naruto Wrath of the Ninja. Und ja, guckt euch Narutos Gesicht an, der sagt euch, da drückt der Stift von hinten. Nein, jetzt müssen wir gegen Kakashi kämpfen, und ich muss mal sagen, da Sakura und Sasuke letztens auch schon so zugelangt haben, was soll das jetzt für eine Geschichte werden? Wartet mal kurz, ich will mir nur mal schnell noch so ein kleines Halsbonbon in den Mund stecken, da ich leicht erkältet bin und euch jetzt nicht hier nur ins Ohr husten möchte, sozusagen. So, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal. Sasuke is our best fighter. Fight him instead. I'll give you a few minutes to get ready for the fight, Naruto. Oh, and no talking to Naruto while I'm away. Remember, if you try to help him, all three of you will fail. Bereitet dich auf den Kampf mit Kakashi vor. Okay, Leute, das ist ein wenig anders gestaltet als in der Anime-Serie. Da war es nämlich so, dass die halt frühst versucht haben, an die Glöckchen zu kommen bei Kakashi. Ich will mir jetzt hier hinten aber erstmal schnell die zwei. Oh! Ich wollte mich erstmal erfrischen, Leute, wisst ihr? Und ja, jetzt bin ich erfrischt und. Wie soll ich denn da rüberkommen, Alter? Okay, wir dürfen auf jeden Fall nicht ins Wasser. Ihr habt es gesehen. In der Staffel war es auf jeden Fall so, dass die halt früh versucht haben, sozusagen die Glöckchen von Kakashi zu bekommen. Ist halt nichts draus geworden und Naruto durfte nichts essen. Und ja, Sasuke und Sakura haben halt Essen gekriegt und haben ihnen halt Essen gegeben. Und ich glaube mal, wenn wir jetzt miteinander reden, bestehen wir auch die Prüfung. My kunais, they're better than yours. Sakura ganz besorgt um mich. Ja, wow. Du hast Kunais gekauft? Ja, habe ich von's schon gemacht. Wie wär? Ach so. Du hast jetzt Zugriff auf Kunais. Ach, deswegen konnte ich die von's noch nicht werfen. Um einen Kunai zu werfen, drückst du B. Mit deinem Kunai kannst du das Jutsu deines Gegners unterbrechen, wenn sie zu Beginn des Bewegungstreffen, ja, um zwischen deinen verfügbaren Waffen zu wechseln, drückst du LB. Okay. So, hast du auch noch irgendwas, Sasuke? You're such a loser, Naruto. Why do you think Kakashi-sensei had you practice substitution against me? Use it against him. Okay, und nun? Nun sind wir ja eigentlich durchgefallen, was er gesagt hat. Alright, Naruto. I hope you're ready. Natürlich bin ich bereit, Mann. Besieg Kakashi. Jetzt muss ich wirklich gegen Kakashi kämpfen. Scheiße. Okay, ich gebe mein Bestes, Leute. Ich hoffe, ich blamier mich nicht. Mal auf die Beine, Mann. Ja, come on, Baby. Der blockt einfach und unterbricht jedes Mal meine Angriffe. Jetzt reicht es mir. Jetzt mal den hier. Scheiße. Boah. Ist doch. Nein! Oh, fuck. Komm, es ist noch ausgeglichen. Oh! Ich war gerade im Turboangriff, Mann. Nein! Oh, hat er mich wieder gepackt, Mann. Und schon ist der Kampf wieder ausgeglichen. Ey, das ist unfair. Der verarscht mich voll. Ey, hat er mich wieder gegriffen? Der macht aber auch nichts anderes, dieser Lappen, Alter. Kakashi, du bist ein Lappen.
Boah, ich hab verloren, Alter. Natürlich, wie viel Damage er mir macht, Mann. Ach, come on. Ach so, da kann ich mich jetzt wiederbeleben, okay. Wow, Naruto, das ist awesome. Okay. So schnell verliere ich nicht den Lapp. So, siehst du? Das war's. Oh nein. Well, Naruto, you are full of surprises, aren't you? But I have a question for you. Are those really your kunai? Ich hab die Kunai gar nicht benutzt, das kannst du gar nicht wissen. And those jutsu you used, did you come up with that strategy by yourself? Selbstverständlich. I think you had some help with that fight. It looks to me like you three cheated. You three disobeyed me. You broke the rules. I hope you're all ready to face the consequences of your actions. Nein! Yes, Sensei. Yes. What? In the ninja world, those who break the rules are scum. But... Oh mein Gott, wir sind unwürdig. Oder vielleicht nicht? Those who abandon their friends are worse than scum. You didn't abandon Naruto. The true purpose of this was to test your ability to work as a team. And you did. You are all worthy to be called Genin. You pass. Yes, man! Wir haben bestanden. All right! Ach du Scheiße. You three are ready for real ninja missions now. Come see me when you're ready for an assignment. Oh mein Gott. Hey, untie me already! Du hast Kakashi besiegt. Ja, es war knapp. Du hast Kakashis Prüfung bestanden. Ja. Doppelsprung. Okay, du hast die Fähigkeit erlangt, Doppelsprung zu machen. Drücke A zweimal und... Okay. Ach so, geil. Du hast einen neuen Clip erhalten. Okay, den einen habe ich ja gerade von Konohamaru gebraucht. Cool, Kohle. Oh, 90 Trainingspunkte haben wir bekommen. Richtig fett, Leute. Cool. Ach so, da komme ich jetzt bestimmt auch in Konoha auf die höheren Dächer und sowas. Und hier. Scheiße. Come on, Baby. Yes. Ah, shit. Okay, wir kommen auf jeden Fall hoch. So, da haben wir eine weitere Goldmünze. Das ist korrekt. Und wir haben so viele Trainingspunkte jetzt gehabt, das war jetzt gerade richtig geil. Wir haben schon wieder 98, okay. Kunais haben wir jetzt 20. Okay, Geld haben wir jetzt auch schon wieder über 1000, okay. Wir werden einfach mal zurücklaufen. Aber jetzt kommen wir vielleicht hier hinten auf die Holzwände hoch, wo wir auf den... Oh, was hab ich denn hier? Ich kann meine Münze vergessen. Oh. Yeah. Finde ich irgendwie cool mit dem Doppelsprung. Oh, bloß nicht ins Wasser. Ach, da ist auch noch eine Goldmünze. Komme ich jetzt hier hoch? Schade. Und hier? Ah, haha. So, jetzt muss ich nur noch rüberkommen. Okay, das war ja ein Schuss in den Ofen. Komm mal. Einmal ist kein Mal. Ey, wie soll der jetzt den Doppelsprung machen? Ich glaube mal, das geht nur kurz nach dem Sprung und... Ah, nee. Das wird wohl oder übel nix. Okay, lassen wir es erstmal. Wir haben ja so oder so zwei Kupfermünzen oben nochmal abgestaut. Und jetzt laufen wir zurück nach Konohagakure. So, Beliebtheit. Okay, ihr seht, es geht voran. Und Kakashi hat gesagt, wir bekommen jetzt... Oh, hier... Apropos Kakashi, der ist hier, da. Habe ich auf der Karte gesehen. Gleich mal zu Kakashi gehen. Oder... Oh, oh, oh. Du hast die versteckt.
Freigeschaltet. Ach so, ich kann jetzt Versteck spielen. Okay, du hast jetzt über Dorfbewohner glücklich gemacht. Ja, um das Versteckspiel Herausforderung Geld freizuschalten, um mit Konohamaru Verstecken zu spielen. Suche nach Kindern im Dorf mit denen Konohamaru Symbol über ihren Kopf. Ach so, okay. Na, Kakashi. Hello, Naruto. Mission holen. Jutsu lernen. Okay, komm. Sorry, Naruto. You're not ready to learn a new Jutsu. Du kannst doch kein neues Jutsu lernen. Oh, wieso das nicht, Mann? Welcome back, Naruto. Welcome back, ja. Was kriegst du dafür hier? Well, I'm sure we can find something to work on. Ah, und so, okay. Weil das ist alles noch zu teuer, Leute. Oh, was haben wir denn hier? Aha. Stärke auf Stufe 2 verbessern, 150. Okay, das hebt mir. Okay, das sparen wir jetzt auf jeden Fall mal Trainingspunkte, weil das will ich haben. Okay, da hat sich das erledigt. So, jetzt kommen wir hier hoch. Guckt euch das an, jetzt geht er. Okay, hier wären wir, denke ich mal, auch so hochgekommen. Oh, jetzt sind wir auch hochgesprungen hier. So, nicht runterstürzen, hier waren wir auch schon. Und unsere Musik ist wieder da und wir haben eine blaue Schriftrolle, sozusagen. Aha, jetzt kommen wir jetzt hier hoch, möglicherweise. Yes, wir haben es geschafft auf einmal. Was auf. Bam, das geht ab. Hey. Geil. Hello. Get out of my thing. Go play somewhere else. My dad said not to talk to you. Ja, der hat Konohamarus Zeichen, aber die sind noch irgendwie durchgestrichen. Also die können wir anscheinend noch nicht machen. Ja, ich gehe schon weg von dir. Meine Fresse. Aller Spießer da. Okay. So, komme ich jetzt hier vielleicht hoch? Hehe. Der Hokage, deine Schriftrolle. Ist das jetzt nicht fett? Jetzt haben wir hier noch eine. So, ich würde gerne mal hier oben landen wollen. Komme ich hier hin? Nein, anscheinend nicht. Ich rutsche jedes Mal runter. Ich muss sagen, der Doppelsprung ist jetzt schon nice. So. Hops, schon haben wir die nächste Münze. Entschuldigung. Na, geht's dir gut? Für was diese Füße hier sind, weiß ich immer noch nicht. Kann ich euch nichts sagen. Aber wir kommen ja jetzt auf jeden Fall schon mal höher. Wir können jetzt eigentlich hier oben auch die ganzen Münzen nochmal sammeln. Sozusagen die, die wir hier sehen, sozusagen. Aber ich würde jetzt eher schon mal gerne zum Hokage gehen. Aber ich will mich erstmal beim Hokage hier auf dem Grundstück ein wenig umschauen. Schade ist, dass man hier beim Hokage nicht ins Haus reinkommt. Irgendwie ist man doch hier reingekommen mit so einem komischen Gerüst, wo wir im ersten Part sozusagen die Schriftrolle gemaust haben. Das war da oben sozusagen, wenn ich mich nicht täusche. Aber hier ist ja gar kein Gerüst mehr. So, jetzt haben wir noch eine Münze abgestaubt. Das war natürlich nice. Nice. Aber jetzt irgendwie mehr gibt es ja anscheinend auch nicht. Jetzt sind wir jetzt einmal hier ringsherum gelaufen. So, hier kommen wir auch nicht rein. Hoppa. So, jetzt will ich nochmal schnell auf die Karte gucken, was? Ah, guckt mal an. Jetzt ist Sakura und Sasuke sind jetzt auch auf. Oh Mann. Wie so ein Frosch im Hals gerade. Ach, da hinten ist die erste Konohamaru-Mission. Okay, die wird uns natürlich auf der Karte angezeigt. Das finde ich natürlich richtig gut. Okay, wir haben jetzt Nudelsuppen haben wir noch keine verbraucht. Eine Schriftrolle haben wir schon. Kunais haben wir 20. Und Jutsus können wir derzeit auch. Zwei Schattendoppelgänger und das sexy Jutsu müsste das sein. Kombination. Okay, ich gucke mir nochmal schnell die Kombination an. Okay. Achso, okay. Ach, nach oben. Achso, das konnte da auch nicht werden, sozusagen. Okay. Wir haben derzeit 6 Kombinationen.
die uns jetzt noch nicht arg so viel bringen. Aber naja. So, hier ist der dritte Hokage am Start und ich würde sagen, das machen wir morgen. Und dann bedanke ich mich fürs Reinschalten und schaut darauf morgen wieder vorbei, wenn wir weiter schwimmen mit Naruto Wrath of the Ninja und tschüss.